Nun, Herr Abgeordneter Andreas Hanger, haben Sie das Wort, bitte. Andreas Hanger, ÖVP-Abgeordneter aus Ipsitz in Niederösterreich. Werte Kolleginnen und Kollegen, hohes Haus, ich darf vielleicht einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion einbringen, zu dieser Diskussion als Freiwilligensprecher. Und jetzt ganz kurz aufklären, wie die Sachlage wirklich ist. Es geht um Top 4, darf mich auch dazu äußern. Es geht um einen Anerkennungsfonds, der jetzt einmalig aus Covid-Mitteln dotiert wird. Darf da wirklich dem Sozialminister, meinen Kollegen David Stuckmüller und auch allen Clubreferenten herzlich danken, die hier diese Initiative ergriffen haben. Und für diesen Fonds gibt es natürlich sehr klare Richtlinien, gar keine Frage. Und ich kann es ganz klar feststellen, dass Corona-App, das geben die Richtlinien ganz einfach nicht her, dass das bezahlt werden soll. Und alle freiwilligen Organisationen können natürlich beantragen. Herr Kollege Keck, natürlich leistet auch der Arbeiter-Samariter-Bund im Rettungsdienst einen wichtigen Beitrag, genauso wie das Grüne Kreuz, genauso wie die Johanniter, genauso wie das Rote Kreuz und natürlich können alle beantragen. Und der Herr Minister wird dann aufgrund von Richtlinien, die dann auch später kontrolliert werden, natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist ein transparentes Verfahren und ganz ehrlich, ich kann diese Aufregung darüber überhaupt nicht verstehen, weil, und ich glaube, das verbindet uns ja auch im Hohen Haus, wir wollen gemeinsames, ehrenamtliches Engagement unterstützen. Und dieser Anerkennungsfonds ist ganz einfach ein Zeichen dafür, zum Beispiel für das Freiwillige Soziale Jahr. Wir kennen alle diese Themen dort. Diese ganz wichtige Institution wird auch über den gemeinnützigen Träger organisiert. Auch die haben Sorgen, derzeit ihre Kosten zu decken. Und das kann zum Beispiel eine Unterstützungsmöglichkeit sein. Und deshalb ist das, glaube ich, eine gute Sache, wo wir, glaube ich, auch wirklich Einvernehmen herstellen können. Ich möchte aber meine Redezeit auch dazu nutzen, den gemeinnützigen Sektor insgesamt anzusprechen. Ich glaube, das verbindet uns auch. Wir schätzen den Sektor sehr. Wir haben 2,3 Millionen ehrenamtliche Menschen, die in Vereinen aktiv sind. Wir haben 2,3 Millionen Menschen, die auch in der Nachbarschaft, im privaten Feld aktiv sind. Wir haben 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den gemeinnützigen Organisationen hauptberuflich tätig sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zur Bewältigung der Corona-Krise sehr genau auf diesen Sektor hinschauen. Die Bundesregierung hatte schon einiges auf den Weg gebracht. Da geht es um die Sicherung der Liquidität zum Beispiel. Natürlich kann auch ein gemeinnütziger Träger Steuerstundungen, Stundungen von Sozialversicherungsbeiträgen in Anspruch nehmen. Natürlich geht es auch um die Kurzarbeit. Darf der Frau Ministerin sehr herzlich danken an dieser Stelle. Dazu wurde sehr rasch klargestellt, dass das Instrument der Kurzarbeit gekommen ist, dass das natürlich auch für die gemeinnützigen Träger gilt. Natürlich müssen wir uns ganz genau anschauen, welche Kosten sind den gemeinnützigen Trägern entstanden aufgrund der Krise. Hier braucht es eine transparente Darstellung. Wir müssen aber auch gegenüberstellen natürlich etwaige Minderkosten, weil gemeinnützige Träger, freiwillige Organisationen leben ja davon, dass sie sehr, sehr geringe Kosten haben, gerade durch das ehrenamtliche Engagement. Aber ganz entscheidend wird auch sein die Frage der Leistungsverträge. Das höre ich aus dem Sektor immer ganz stark. Natürlich, das Wesen einer gemeinnützigen Organisation ist der Leistungsvertrag mit einer Gebietskörperschaft. Hier gibt es Unsicherheiten. Hier darf ich auch von dieser Stelle appellieren, sich mit den Vertragspartnern auf einen Tisch zu setzen, um möglichst rasch und unbürokratisch Lösungen zu erzielen. Da gibt es viele Überlegungen, Leistungszeiträume verlängern und anderes mehr. Zum Vierten, das ist mir auch wichtig, gemeinnützige Organisationen haben natürlich auch Markterlöse. Und das müssen wir genauso machen wie in der Privatwirtschaft. Wir müssen uns anschauen, welche Markterlöse sind da und wie können wir die auch abgelten, damit auch die Leistungsfähigkeit zukünftig sichergestellt ist. Und abschließend, und das ist mir noch ganz wichtig, der freiwillige Sektor, der gemeinnützige Sektor ist ein unheimlich heterogener. Da gibt es kleine Vereine, große Vereine, gemeinnützige GmbHs. Da gibt es welche, die haben das ganz gut im Griff und da können wir auf das Eigenengagement und auf die Tatkraft dieser Vereine vertrauen. Aber es gibt auch viele, die unsere Unterstützung brauchen. Es werden auch zur Stunde intensiv darüber Verhandlungen geführt. Der Kollege David Stuckmüller ist ja da auch entsprechend eingebunden, genauso wie ich. Und ich bin überzeugt, dass wir auch für den gemeinnützigen Sektor eine gute Lösung auf den Weg bringen, die denjenigen hilft, die es halt tatsächlich brauchen. Ja, weil diesen Sektor werden wir natürlich auch nach der Bewältigung der Krise mit vollem Engagement wieder brauchen. Danke für die Aufmerksamkeit.